Hallo Kackbratzen. Der sagenhaft coole Racer Wipeout sollte eigentlich jedem ein Begriff sein. Zumindest hoffe ich das. Es war einer der Gründe, warum man sich damals unbedingt eine PS1 kaufen musste. Dieses Mario Kart auf Crack mit seinem unfassbar guten Soundtrack war vielleicht nicht unbedingt das einfachste Rennspiel der Welt, aber allein schon der Stil und dieses unglaublich berauschende Gefühl der Geschwindigkeit. Heilige Maria, Mutter Gottes. Es war einfach der heißeste Scheiß, den man damals überhaupt spielen konnte. So, und nun stellt euch ein Spiel wie Wipeout vor, allerdings mit einer Wagenladung mehr 50er Jahre Sci-Fi-Charme, bombastische 3D-Grafiken und einer unglaublich packenden Hintergrundgeschichte. Klingt das nicht nach einem unfassbaren Blockbuster? Ja? Und warum hat sich keiner von euch Kackbratzen damals dieses Spiel gekauft? Publisher Mindscape hat sich wirklich ins Zeug gelegt, um ein Spiel zu entwickeln, das die Herzen der Racer-Fans im Sturm erobern sollte. Wurde aber dieser ominöse Titel auch von den Gamern mit Kusshand in Empfang genommen, als man ihn dann endlich im Jahr 1996 veröffentlichte? Absolut nicht. Ich verwette meinen pelzigen Arsch darauf, dass dieses Spiel nicht mehr als 5 Leute gespielt haben. Oder hat einer von euch zufälligerweise schon mal was von Starwinder gehört? Eben, schaut euch allein mal nur dieses Meisterwerk vom Cover an. Es ist eine perfekte Hommage an die schlechten Filme der 50er und 60er Jahre, gewürzt mit einem Hauch Buck Rogers, allerdings mit einer sehr fiesen Frise. Man kann den heldenhaften Unterton förmlich riechen und man bekommt schon mal einen kleinen Eindruck davon, was uns dann im Spiel erwarten wird. Hi everybody, Barlow Lenz again. Boy, do we have a great one here for you today. Zugegebenermaßen kam das Spiel zu einer Zeit auf dem Markt, in der Entwickler versuchten uns auch noch den größten Käse schmackhaft zu machen. Hauptsache 3D und irgendwas mit Pew Pew Pew. Ich will jetzt nicht sagen, dass Starwinder so schön ist, wie seine Nase in die verschwitzte Achsel irgendeines Pendlers in einer überfüllten Bahn mitten im Sommer zu stecken. Es ist jetzt eben nicht so hochpoliert wie ein Wipeout. Es fehlte vielleicht auch ein Auge für Grafik und Farben, die nicht den Charme eines 3 Wochen alten Gulasch hatten. Aber insgesamt ist diese Kuriosität eine echte Perle. Und das sieht man schon, wenn man die beeindruckend käsigen Zwischensequenzen sieht. And Earthmen really have little or no understanding of their planet's women. Hard to believe, but we shall see. Die Qualität ist mehr oder weniger zum Fremdschämen, aber auf der einen Seite sind sie so unfassbar schlecht, dass sie auf der anderen Seite schon wieder echte Kunstwerke sind. Aber die wahre Kirsche auf der Torte ist die unglaublich ausgefeilte Story. 117 million years ago, something went to work in the galaxy. Something began building the rails. Auch Wipeout hatte in gewisser Weise eine Hintergrundgeschichte, aber Starwinder schießt beinahe den Vogel ab. Man hat hier keine Kosten und Mühen gescheut und anscheinend die besten Pornofilmautoren zusammengetrommelt, die dann eine 1A-Story zusammengeklöppelt haben, die seinesgleichen suchte. Alles beginnt damit, dass vor 117 Millionen Jahren irgendeine unbekannte Lebensform aus unbekannten Gründen irgendwelche Straßen in den Weltraum pflasterten. Die Straßen waren teils halboffene Röhren, die den Charme eines entzündeten Dickdarms haben, in deren Mitte sich ein roter Streifen befindet, der aus irgendwelchen Gründen die Geschwindigkeit eines jeden Raumschiffs erhöht, wenn man nur dicht genug drüber fliegt. Seit Äonen von Jahren richten nun 43 Zivilisationen aus allen Ecken der Galaxie rennen in diesen Darmkanälen aus, um am Ende einen Champion zu küren. Als Preis winkt die sagenumwobene Sternenkugel, die sich aus jeweils einem Stein der 43 Strecken zusammensetzt. Das Problem ist nur, dass ein Teil fehlt, damit die Kugel dann einen perfekten Globus formen kann. Vor 5000 Jahren entdeckte man dann eine weitere Strecke, die einen sterbenden Stern umkreist. Allerdings fehlt hier seltsamerweise das letzte Stück der Sternenkugel. Es bleibt also ein großes Mysterium. Nun begab es sich, dass mit dem heldenhaften Connor Rhodes nun zum ersten Mal auch ein unerschrockener Rennfahrer von der Erde an dem mörderischen Rennen teilnehmen sollte. Wird unser Held sich gegen die Außerirdischen behaupten können und viel wichtiger, wird man endlich auch das letzte Teil der Sternenkugel finden können, um nach 12 Millionen Jahren endlich den Champion der Darmspülung küren zu können? It should prove to be an exciting first, if not last race for Mr. Rhodes. Wie schon erwähnt, hatte man die Produktionswerte wirklich sehr hoch gehalten. Auch wenn die Zwischensequenzen heute in etwas so schön sind wie Chili in den Augen, hatte man damals den wohl heißesten Scheiß an Technologie in das Spiel geworfen, das man Mitte der 90er Jahre ebenso finden konnte. Das gilt auch für den Sound. Auch hier ist die Qualität wirklich erstaunlich.
Von den Schiffen bis hin zu der vielfältigen Palette außerirdischer Kreaturen ist es wirklich beeindruckend, wie sich Starfinder präsentiert. Das Menü und die Benutzeroberfläche sind elegant. Die Raumschiffauswahl ist großartig. Es gibt über 40 Strecken und man hat sogar in die Ladebildschirme Schiebepuzzlespiele eingebaut, damit man während den Ladezeiten etwas Zeit totschlagen kann. Die Entwickler haben wirklich an alles gedacht. Schlüpfen wir aber nun endlich mal in unser Raumschiff und stürzen uns ins Rennen. Sobald ich den Vorwärtsgang eingelegt habe. Einen Moment. Verfickt nochmal. Jetzt mach schon. Also bitte, geht doch. Foolish, foolish challengers. Know you no better than to confront me in my own domain? Auf den ersten Blick scheint Starfinder ein echter Kindergeburtstag zu sein, aber man irrt gewaltig. Das Spiel stellt eure Fähigkeiten extrem auf die Probe. Grundsätzlich besteht das Ziel darin, eine jede Etappe mit jeweils 4 Rennen als Sieger abzuschließen, aber das ist einfacher gesagt als getan. Die Strecken sind offener, als man es von einem typischen Rennspiel erwarten würde. Jede der Strecken weist weite Kurven, offene Flächen und enge Tunnel auf, durch die ihr mit eurem ziemlich wendigen Raumschiff rasen müsst. Der Clou einer jeden Strecke ist aber der vorhin erwähnte rote Beschleunigungsstreifen. Je näher man ihm kommt, desto schneller wird das Raumschiff. Das Problem ist allerdings, dass tendenziell dieser rote Streifen voller Hindernisse ist, die eure wilde Fahrt sehr oft sehr unsanft ausbremsen werden. Und dann gibt es natürlich noch die anderen Rennfahrer, die euch teilweise das Leben schwer machen können. Zum Glück ist jedes Raumschiff mit einer Waffe ausgerüstet, mit der man nicht nur Felsbrocken wegsprengen kann, sondern natürlich auch eure Gegner. Allerdings sollte man nicht aus vollen Rohren ballern, da der Vorrat an Munition leider nicht unendlich ist. Als Weltraumrennpilot wird man jedenfalls eine Menge zu tun haben, um sein Raumschiff nicht an den vielen Asteroiden, Minen und kleinen Felsen zerschellen zu lassen. Die Rennen in Starfinder sind intensiv und erfordern eure komplette Aufmerksamkeit. Es ist jetzt grafisch kein so beeindruckender Höllenritt wie etwa in Wipeout, aber auch in Starfinder saust die Strecke mit rasender Geschwindigkeit an euch vorbei und eure Gegner werden euch immer dicht auf den Fersen sein. Es gibt sehr wenig Spielraum für Fehler und wer keine Geduld hat, wird bereits nach dem dritten Rennen den Controller gegen die Wand werfen wollen. Spätestens ab dem fünften Rennen legt das Spiel nochmal einen Zahn zu und es wird unfassbar schwierig werden, sein Schiff überhaupt auf der Strecke und über den roten Streifen zu halten. Es reicht ja nicht, dass die Strecken übersät mit irgendwelchen Trümmern sind. Um den Spielspaß zu steigern, dachten die Entwickler, dass es eine gute Idee ist, noch eine Handvoll sehr aggressiver Drohnen ins Spiel zu werfen, die euch während des ganzen Rennens Feuer unterm Arsch bereiten werden. Insgesamt bietet Starfinder von Rennen zu Rennen immer weniger Spielraum für Fehler und wird euch schon bei dem kleinsten Vergehen euren Arsch versohlen. Aber trotzdem macht das Spiel irgendwie süchtig und schließlich will man auch die unfassbar käsigen Zwischensequenzen sehen. Things just don't seem to be going your way out here today, Coax. Don't be too sure. Sometimes it is better to give your opponent a false sense of security. Macht euch eben nur darauf gefasst, dass es immer schwieriger wird, den ersten Platz zu ergattern. Zudem wird sich das Streckenlayout ändern und man hat es plötzlich mit Kursen ohne Dach über den Kopf zu tun. Man knattert vielleicht nicht mehr gegen die Wände, aber trotzdem wird man unheimlich an Geschwindigkeit verlieren, wenn man nicht wirklich dicht am roten Streifen fliegt. Wenn man sich die Grafik und vor allem die Zwischensequenzen so anschaut, dann könnte man der Meinung sein, dass das Spiel in etwa so gut gealtert ist wie Milch. Und einige Grafiken scheinen tatsächlich komplett aus den Fugen zu geraten. Aber trotzdem muss man diesen kaputten Charme einfach lieben. Well, what about your style? Planning any changes for the next race? Es ist aber auch gerade die Einfachheit der Bilder, denen wir diesen Rausch der Geschwindigkeit zu verdanken haben. Denn wo nichts ist, muss auch nichts geladen werden, was das Spiel dann ausbremsen könnte. Ich weiß, dass einige Strecken wie Arsch aussehen, aber das Design der Strecken selbst ist auf der anderen Seite wirklich gut gelungen. Und ja, Starfinder kam ein Jahr nach Wipeout auf den Markt, aber um ehrlich zu sein, weiß ich auch nicht, welche Drogen die Leute von Psygnosis geschluckt haben, um so ein unfassbar gutes Rennspiel zu entwickeln. Man muss eben auch die kleinen Dinge des Lebens zu schätzen wissen. What? Oh yeah, I'm supposed to welcome you to the quadrant. Okay, so you're welcome. Absolut großartig sind die komplett käsigen und kaputten Zwischensequenzen. Man kann sich einfach nicht satt sehen, auch wenn die Präsentation so schön wie ein Busunfall ist. Now, back to the race!
Was aber die Atmosphäre wirklich perfekt macht, ist der unglaublich gute Soundtrack, der beinahe schon nach Star Wars klingt. Die Musik umschmeichelt das Gameplay und formt ein absolut perfektes Gesamtpaket. Selbst die Sprachausgabe ist direkt kein Brechdurchfall. I guess my best just wasn't good enough out there today. Better luck next time, I always say. Und ich weiß, dass das bei den gezeigten Bildern absolut unmöglich klingt, aber man muss Starwinder selbst einfach mal gespielt haben, um diesen unvergesslichen Charme besser verstehen zu können. Die Story endet übrigens mit einem großen mysteriösen Ende. Sofern der Spieler auch aus dem letzten Rennen als Sieger hervorgegangen ist, wird unser Held auch irgendwie das letzte Teil der Sternenkugel finden. Die Ereignisse überschlagen sich allerdings und es scheint so, dass der beste Rennfahrer des Universums den Löffel abgegeben hat. Die Legende erzählt sich aber, dass er in irgendeine andere Dimension oder einen anderen Winkel des Universums geschleudert wurde, gerade als er auch das letzte Geheimnis dieser seltsamen Weltraumdärme lüften konnte. Es bleibt bis heute ein ungelöstes Rätsel. Die große Frage ist nun, ob man diesen eigentlich sehr kaputten Titel auch empfehlen kann. Die Antwort kann aber nur ein deutliches Ja sein. Starwinder ist so ein merkwürdiges Spiel, das unbedingt von jedem mindestens einmal gespielt werden muss. Es darf nicht als irgendeine Kuriosität in den Annalen der Geschichte verschwinden. Und auch wenn das Cover schon danach schreit, als hätte man hier einen absoluten Ramschtitel in der Hand, darf man sich davon einfach nicht verwirren lassen. Ihr müsst dieses Spiel einfach selbst mal ausprobieren, wobei ihr euch im Klaren sein müsst, dass es absolut kein Ponyhof sein wird. Turn! Turn! Und das soll's für heute gewesen sein. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder einschaltet. Wenn ihr wollt, hinterlasst einen Kommentar oder abonniert diesen jämmerlichen Kanal. Tritra Trolala.